Um bei den sogenannten Senioren zu tanzen, müssen beide, also Mann und Frau, über 30 Jahre alt sein. Diese sechs Senioren-Spitzenpaare trainieren übrigens 3 bis 4 Mal pro Woche jeweils mindestens 3 Stunden. Ein ganz schönes Pensum. Der langsame Walzer. Mit der Nummer 40 der Titelverteidiger Dr. Hans-Joachim und Ulrike Burger. Mit der Nummer 107 Alfred und Regine Klein aus Weingarten. Vielleicht achten Sie mal auf die Nummer 40. Er tanzt wirklich die Musik sehr schön aus und eine gute Balance. Verteidiger mit der Nummer 40, das ist Eva Burger. Das Ehepaar Burger war auch vor dem Finale etwas nervös, weil er bei einem Ranglistenturnier von der Nummer 2, die wir jetzt gerade im Bild sehen, geschlagen wurde. Die Nummer 2, das ist Gerrit und Beate Schlocker. Das ist ganz interessant. Jetzt tanzen sie fast nebeneinander, müssen sich natürlich trennen während des Tangos. Erhard und Sabine Remburg. Und da haben wir wieder das Ehepaar Schlocker. Er ist nicht ganz so kontrolliert wie das Ehepaar Burger. Das Ehepaar Burger beherrscht eigentlich ganz souverän die Szene bei den Senioren in Deutschland. Sie waren letztes Jahr auch Deutscher Meister, eben vor dem Ehepaar Schlocker. Aber ich finde es ganz toll, wenn ein solches Turnierresultat dann irgendwann auch mal zeigt, dass diese Ranglisten nicht festgefahren sind, sondern dass sich da auch eine Entwicklung zeigen kann. Ja, und das Ehepaar Burger ging auch ganz klar in Führung. Er hielt, wie beim langsamen Walzer, auch beim Tango, 9-mal den ersten Platz. Und Sie wissen ja, die Majorität der Plätze entscheidet beim Tanzen. Und erstaunlicherweise fiel das Ehepaar Schlocker im Tango auf den 3. Platz zurück. Aber jetzt zum Wiener Walzer. Insider behaupten, die Senioren würden den Wiener Walzer gar nicht so intensiv trainieren, weil alle glauben, sie könnten ihn und da käme so ein wenig Schluck auf. Ja, wenn es denn passiert. Ich weiß nicht, wie intensiv sind. Ich glaube, alle trainieren den langsamen Walzer eigentlich am meisten. Aber wenn es denn passiert, ist es genau das, was ich eben schon ansprach, dass der erste Schritt zu lange belastet wird und man dann einfach für die beiden anderen nicht mehr die Zeit hat, die man dafür bräuchte.
wenn man da auf die Körpermitte guckt bei den beiden, bei dem Ehepaar Schlocker, dann sieht man ganz genau, sie tanzen nicht so dicht, wie es sein sollte. Jetzt beim Moment geht es gerade wieder, aber na, da war es wieder. Ja, aber das Flecker, was sie eben getanzt haben, ist auch wirklich das extrem Schwierigste. Da wirken Fliehkräfte auf die Körper, die man sich vielleicht so auf der Couch sitzend so sehr schwer vorstellen kann. Auf jeden Fall ging der Wiener Walzer wieder an das Ehepaar Burger. Und es hätte wirklich jeden gewundert, wenn die Burgers dieses Turnier nicht gewonnen hätten. Aber der zweite und der dritte Platz, da ging es noch drum. Slow Fox. Übrigens das Vorbild. Der Ehepaar Burger. Ich glaube, die meisten werden Bill und Bobby Irwin als Vorbild haben, Standardtanz. Als Amateur ist der Tanzsport ja auch ganz schön teuer. Wie finanzieren diese Paare ihr Hobby und auch ihren Sport? Ja, nun, die meisten Amateurpaare finanzieren es eben durch den Verzicht auf jegliches weitere Hobby, setzen enorme Mengen Geldes ein für die Bekleidung, für Reisen auch zu Trainern, gerade nach England. Da bleibt nicht mehr viel für anderes. Quickstep, Sie hören es schon. Das ist übrigens Frau Burgers Lieblingstanz. Den mag sie besonders gerne. Dr. Burger promovierte übrigens Anfang 92 mit Magna Cum Laude. Und zwar mit einer Arbeit aus dem Bereich experimentellen leistungsmedizinischen Erforschung des Tanzsports. Also jeder Tanz wurde von ihnen dominiert. Auch beim Quickstep erhielten sie 9-mal die 1, also ganz, ganz klar. Und das hat auch seinen Grund. Ja, sie beherrschen, wie ich es eben schon gesagt habe, die Szene bei den Senioren. Ganz eindeutig, es ist das jüngste Paar. Sie haben unmittelbar nach Erreichen der Altersgrenze den Wechsel von der Hauptklasse zu den Senioren vollzogen und sich damit natürlich auch an ganz deutlichen Vorsprung alleine von der Leistungsfähigkeit her vor den anderen Paaren verschafft. Das war es schon, das Finale der Senioren im Standardbereich. Und Dr. Burger mit Frau Ulrike. Sie erhielten zu Recht, wie im letzten Jahr, durchgehend den ersten Platz. Er war überglücklich danach, denn davor schien er doch sehr nervös zu sein. Ja, und das knabbert natürlich ein bisschen an den Nerven, wenn man immer alles deutlich beherrscht und dann irgendwann einmal auf dem Ranglistenturnier geschlagen wird.
2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 3. Sie waren die Überraschung, Alfred und Regine Klein, denn sie belegten insgesamt den zweiten Platz. Und nicht, wie viele Fachleute vermutet hatten, vor dem Turnier Gerrit und Beate Schlocker. Ja, ist natürlich die Freude groß. Das war der vierte Platz insgesamt gesehen für das Ehepaar Remberg. Neun Wertungsrichter aus verschiedenen Ländern, das ist das Besondere bei der German Open. In Blackpool gibt es nur einheimische Wertungsrichter. Das Ehepaar Flath wurde Fünfte. Sabine Kohne interviewte die Sieger, das Ehepaar Burger, nach dem Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Sieg. Damit haben Sie Ihren Vorjahrestitel wiederholt. Sie sind beide Lehrer und haben im Moment noch Ferien. War das mit ausschlaggebend? Haben Sie doch nochmal Konditionen geholt? Ja, sicherlich war das vielleicht auch mit ausschlaggebend, dass das heute so ein grandioser Sieg war mit sehr vielen Einsern. Wir konnten uns natürlich sehr, sehr gut vorbereiten, waren auch sehr, sehr oft weg zum Training in England. Und ich nehme an, dass da schon noch ein bisschen die Kraft mit da war, ja. Ihr Vorteil, glaube ich, war, dass Sie nach der Amateurklasse direkt in die Seniorenklasse gegangen sind. Ja, es war vielleicht ein Vorteil, denn man hat sehr viel Erfahrung schon gewonnen, aber fast alle Paare des Finales heute oder zumindest gut die Hälfte haben auch schon in der Hauptklasse getanzt. Sie als Lehrer, bieten Sie denn auch Tanzen als Wahlfach an in der Schule? Gibt es sowas? Ja, es gibt Tanz, das umfasst alle Tanzsportarten, auch unsere Sportart Tanz hier. Gibt es in der Schule bei uns in Hessen schon seit 1976 und das bieten wir natürlich auch an. Sie haben auch eine Doktorarbeit geschrieben über das Tanzen, ist das richtig? Das ist richtig, und zwar sportmedizinische Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit von Turniertänzern. Ja, und was kam dabei raus? Ja, dass sie sehr leistungsfähig sind, die Tänzer, dass sie es auch sein müssen bei den großen Turnieren hier, 6, 7 Runden müssen sie ja an einem Stück tanzen. Und dass wir sicherlich eine etwas andere Kondition benötigen, als zum Beispiel jetzt Ausdauerläufer, aber dass wir in unserem Bereich sehr, sehr stark sind in diesen Sportarten. Und Ihr großes Ziel ist Blackpool einmal gewinnen? Ja, das ist ja unser großes Ziel. Ja. Und wann wird das der Fall sein? Ja, wenn vielleicht mal eine Regel geändert wird, nächstes Jahr, ansonsten übernächstes Jahr. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück dazu. Herzlichen Dank. Danke.